Hallo ihr Lieben! Ja, willkommen zurück nach einer langen Zeit des letzten Videos. Ich, ja, wie auch in den letzten Videos, habe halt super viel zu tun gehabt. Wir hatten wieder Klausuren. Ich habe heute meine vorletzte Klausur für das gesamte Studium. Das ist heute die letzte schriftliche Klausur und nächste Woche ist dann noch eine praktische Prüfung. Ja, und dann bin ich mit allen Klausuren fürs gesamte Studium durch. Da freue ich mich eigentlich riesig drüber und ich habe das irgendwie auch noch überhaupt gar nicht richtig realisiert, dass das jetzt irgendwie vorbei sein soll. Irgendwie. Ich meine, ich bin danach immer noch Studentin, aber eben nicht mehr klassisch im Hörsaal. Und irgendwie ist durch Corona auch alles so schnell vorbeigegangen, dass ich das ja gefühlt gar nicht richtig mitbekommen habe, dass es jetzt schon ja, einfach aufs Ende zugeht. Im Herbst ist dann das zweite Staatsexamen. Das heißt, auch wenn die letzte Klausur geschafft ist, nächste Woche, muss ich trotzdem noch eine ganze Menge lernen. Es ist ein Lernplan, der insgesamt 100 Tage umfasst. Und ich bin jetzt eigentlich schon gut bei der Hälfte und muss halt trotzdem noch die anderen 50 Tage dann bis zum Oktober fertig bekommen. Aber ich denke, dass das alles gut machbar ist. Ich habe sehr zeitig angefangen, habe deswegen sehr viel Puffer und Zeit und eigentlich auch keinen Stress. Kann mir viele Pausen gönnen. Ja, und was hat die Zeit so gebracht? Also im Großen und Ganzen ging es mir in den letzten Monaten sehr gut. Ich habe manche Tage fast gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie krank bin oder dass ich irgendwie ja, Probleme habe. Ich meine, klar gab es natürlich auch Tage, an denen es mir irgendwie nicht so gut ging, aber insgesamt muss ich sagen, dass es doch wirklich schon echt auch eine gute Zeit war bis jetzt und ich irgendwie auch den Sommer genießen konnte bis jetzt und ja, insgesamt sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe tatsächlich aber wieder ein neues Medikament bekommen, das gute alte Ramipril. Ja, ich habe jetzt schon seit längerer Zeit einen doch deutlich höheren Blutdruck und ja, alle Sachen, die wir probiert haben, also eben Sport, was ich ja sowieso eigentlich schon mache, dreimal in der Woche und auch ja, auf die Ernährung ein bisschen noch anders zu achten, weniger Salz zu konsumieren zum Beispiel. Das hat alles nicht dazu geführt, dass der Blutdruck besser geworden ist. Und ja, ich habe dann immer zu Hause gemessen und die Protokolle dann mit zum Arzt gebracht. Und ja, auch nach mehreren Monaten Kontrolle hat sich das einfach nicht gebessert, sodass wir jetzt eine kleine Dosis von einem Medikament mit bei mir dabei haben, das den Blutdruck senken soll. Insgesamt, ja, könnte ich mir vorstellen oder würde es natürlich schöner finden, wenn es nicht so wäre. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es ja nicht so clever von mir wäre, es halt nicht zu nehmen, das Medikament, weil der Lupus an sich einfach auch schon ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko mit sich bringt. Das heißt, Lupuspatienten leiden im Vergleich zur Normalbevölkerung oder zum Gesunden sowieso dazu, ja, zum Beispiel vermehrt auch Herzinfarkte zu kriegen, Bluthochdruck und so weiter. Und Bluthochdruck ist natürlich zwar was, was nicht wehtut, aber was eben dafür verantwortlich ist, dass später im Leben zum Beispiel eben auch viele Herzinfarkte auftreten können oder generell Herzinfarkte auftreten können. Und ja, aus dem Grund ist es halt wirklich einfach sinnvoll, da frühzeitig drauf zu reagieren, wenn es jetzt halt eben schon bei mir so ist, obwohl ich eben noch nicht alt bin. Aber ich glaube, wir haben nun alle mittlerweile auch begriffen, dass Alter und Kranksein nicht unbedingt immer was miteinander zu tun haben. Also klar, irgendwie auch, aber eben auch nicht immer. Und ja, ich bin gespannt, ob sich in den nächsten 2 Wochen dann der Blutdruck ein bisschen stabilisiert. Jetzt die letzten Tage war ich früh doch ein bisschen müde meistens. Ich habe das Medikament dann abends genommen, aber früh irgendwie ziemlich müde. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ja, kann ja durchaus sein. Aber mal abwarten, wie sich es jetzt noch entwickelt. Ich muss mich jetzt erst nochmal voll auf die Prüfung konzentrieren. Heute die Klausur und nächste Woche. Dann bin ich durch, endlich. Und ja, das war einfach zumindest erstmal so ein ganz, ganz kleines Update, dass ihr auch wisst, wie es mir geht. Wie geht's euch? Wie seid ihr bisher mit dem Sommer zurechtgekommen, mit den warmen Temperaturen, vor allen Dingen auch mit der Sonne? Ich habe nämlich neulich beim Einkaufen sowas ganz Nettes gefunden. Das war beim Discounter und das ist eigentlich ganz nett. Das ist so eine Sonnencreme, die hier in so einer Verpackung drin ist, dass man die sich dann quasi hier so
schön an die Tasche hängen kann. Ist eigentlich super cool, aber ist schwierig, wenn man zum Beispiel das an der Tasche hat und rennt, weil eben hier unten ja, ist diese Gummimuffe einfach offen. Das heißt, wenn man rennt, dann rutscht das hier quasi so hoch. Und man hat natürlich einfach eine größere Gefahr, dass man das Ganze verliert. Aber insgesamt bin ich jetzt dazu übergegangen, das halt einfach nicht mehr in die Tasche zu hängen, weil ich öfter doch mal nach dem Bus renne und es halt einfach in die Tasche reinzutun. Und ich bin echt zufrieden. Also es gibt diese Momente, wenn du irgendwie nicht damit rechnest, dass du in der Sonne landest und dann passiert es irgendwie trotzdem und du hast nichts dabei und denkst, oh Mist, jetzt verbrennst du, dann ist das wirklich eine super Lösung. Das war jetzt bei Aldi, habe ich mir das gekauft. Und ja, es ist 50 plus Sonnencreme und auch wasserfest und ich kann das echt nur empfehlen. Das hat mir schon ein paar Mal jetzt wirklich den Hintern gerettet. Ja, so, das war der Tipp, den ich euch heute in dem Video mitgeben wollte, bei all dem kleinen Update, das ich jetzt einfach nur für euch habe. Ja, ich freue mich, wenn ich von euch was höre, wie es euch geht, wie ihr bisher auch mit der Corona-Impfung vielleicht zurechtgekommen seid, falls ihr sie bekommen habt, oder wie es euch generell gerade geht. Ich wünsche natürlich auch euch alles, alles Gute, viel Gesundheit und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut!